Freunde, willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's wieder, euer Alex, und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. In diesem Video geht es um die Qualitätskontrolle, insbesondere wenn man Ware aus China in die EU oder nach Deutschland importieren möchte. Um hier große Kostenfallen zu vermeiden, ist eine Qualitätskontrolle unumgänglich. Da ich auf diesem Themenbereich nicht die große Erfahrung habe, habe ich mir einen Experten an die Hand geholt, mit dem wir zusammen mögliche Fragen klären können, wie eine Qualitätskontrolle abläuft und welche Risiken die Qualitätskontrolle vermeiden kann. Viel Spaß bei diesem Video, ich freue mich, wenn du bis zum Schluss dabei bleibst. Wie im Intro angekündigt, geht es heute um die Qualitätskontrolle und ich habe mir hier einen Experten an die Hand geholt, den Jens Lindner, der dafür ein Spezialist ist und sich mit dem Thema natürlich sehr, sehr gut auskennt. Und ich würde sagen, Jens, stell dich mal einmal vor, was du machst und worum es hier bei der Qualitätskontrolle geht. Ja, vielen Dank, Alex, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr, hier auf deinem Kanal einmal über die Qualitätskontrolle zu sprechen. Wir von AMZ Pro sind Experten in dem Bereich. Wir haben unser eigenes Team in China und wir haben unsere Inspektoren, die quasi in ganz China unterwegs sind und dort die Ware dann überprüfen vor Ort. Das ist ganz wichtig, dass eben die Ware direkt in der Fabrik überprüft wird und nicht nur auf Sample-Basis irgendwie eine Qualitätseinschätzung vorgenommen wird. Das ist das, womit wir uns jahrelang schon beschäftigen. Ich habe 2013 selber oder 2012 auf Amazon angefangen zu handeln. Das erste Mal richtig reingefallen bei der Qualität, hat mich 50.000 Euro gekostet. Und seitdem machen wir das professionell und ich bin nie wieder reingefallen bei der Qualität. Und das ist natürlich auch das, was wir unseren Kunden zusichern, dass wir die Qualitätskontrolle vor Ort in China nach bestem Wissen und Gewissen durchführen. Und genau, das ist im Prinzip das, was unser Fokus ist im Bereich von ja, Qualitätsmanagement nach der Produktion. Interessant. Ja, sehr, sehr wichtig, meiner Meinung nach auch. Und da ich da nicht der Experte bin, habe ich hier einige Fragen an dich, die ich stellen würde, die aber jedem anderen, denke ich mal, auch einfallen würden. Mhm. Welche Produktkategorien benötigen denn überhaupt eine Qualitätskontrolle und bei welchen Produktkategorien muss eine Qualitätskontrolle erfolgen? Bei allen. Es gibt kein Produkt, wo ich keine Qualitätskontrolle machen würde. Ja, fängt an bei Büroklammern. Sind die richtig gedreht, sind die richtig gefaltet, sind die richtige Anzahl in den Kartons, ist der Karton der richtige, hat der Karton auch die Kennzeichnungspflicht erfüllt, die wir gebrieft haben bei unserer Bestellung. Ja, das ist grundsätzlich bis dann eben zur Powerbank oder große Maschinen muss wirklich alles aus unserer Sicht kontrolliert werden. Ja, weil man kann gar nicht, mein Rechtsanwalt würde das sagen, man kann gar nicht so dumm denken, wie es kommt am Ende des Tages, ja, und ich kann dir sagen, es ist bei jeder Produktion ist irgendwas, was nicht hundertprozentig passt. Na, und das möchte man vorher wissen, bevor man die Ware vielleicht direkt zu Amazon schickt, dass man da noch eingreifen kann. Ja, ganz, ganz einfaches Beispiel. Wir machen eine Qualitätskontrolle, auf dem Karton ist ein Barcode drauf. Und der Barcode ist nicht scannbar. Das merkst du nicht. Das merkst du erst dann, wenn du die Ware bei Amazon ins Lager reinschickst und Amazon sagt dann, hey, wir können die Ware nicht entgegennehmen, wir können die nicht scannen. Ja, und das ist so ein Killer, so ein ganz leichter Killer, den du ganz einfach schon vor Ort in China fixen kannst, indem du einfach einen Aufkleber drüber klebst und dann mit dem scannbaren Barcode versiehst und dann ist das Thema erledigt. Du musst es aber halt vorher wissen. Das ist das Problem dabei, ne? Okay. Ja, ich verstehe. Dann ist eine Qualitätskontrolle dementsprechend unumgänglich und muss erfolgen, damit man überhaupt gar keine Probleme hat aus rechtlicher Sicht oder auch aus Qualitätssicht, ja? Aus Qualitätssicht. Rechtlicher Sicht brauchst du keine Qualitätskontrolle. Du musst nur sicher sein, dass du die Konformität einhältst, ne? Dass du REACH getestet hast, je nach Produkt, also LFGB, dass ein CE-Zertifikat vorliegt und das dann auch entsprechend dann auf dem Produkt selber gekennzeichnet ist. Okay. Das heißt also, egal ab welcher Menge von einem Produkt ist eine Qualitätskontrolle schon Voraussetzung oder gibt es bestimmte Mengen, wo man sagt, hier sollte man eher auf Qualitätskontrolle setzen? Ja, also generell, ja, man sollte wirklich jedes Produkt einzeln, nicht einzeln, sondern man sollte wirklich jede Produktion überprüfen. Es gibt natürlich dann so Mikroproduktionen mit 10 Stück vielleicht, ja. Da kann man sich dann im Prinzip dann auch von dem Hersteller, ja, also ein Video schicken lassen oder selber ein Video dann im Livestream-Format dann sich das Produkt anschauen.
Aber das sind dann so kleine Produktionen, die eigentlich ja für Private Labeler da draußen über Amazon verkaufen, eher nicht vorkommen. Ja? Mhm. Eine normale Mindestbestellmenge bei einem Hersteller in China liegt so meistens so ab 200 aufwärts. Ja, und da sollte man auf jeden Fall schon eine Qualitätskontrolle machen. Ja, ja. Ja, das ist sehr gut. Natürlich, damit man auch viel an Preisen beziehungsweise an Geld nicht verliert in dem Sinne. Und die nächste Frage wäre jetzt, wie erfolgt denn diese Qualitätskontrolle? Welche Steps werden da durchlaufen? Mhm. Ich erkläre einfach mal so den Rundown, wie es bei uns läuft. Ne? Also du machst eine Produktion in China, die Produktion wird bald fertig werden und vielleicht nächste Woche. Und dann informierst du uns und sagst, hey, ich habe meine Powerbanks, die sind in Shenzhen jetzt nächste Woche fertig. Bitte schick da mal einen Inspektor hin, der sich die Produktion anschaut. Dann ist die erste Frage natürlich von uns, okay, wo ist die Fabrik? Wer ist der Kontakt bei der Fabrik? Wen können wir erreichen telefonisch, um einen Termin zu vereinbaren? Das nächste, was wir dann brauchen von dir, ist die Packliste, also eine Bestellung am besten. Ja, dabei interessieren uns die Preise überhaupt nicht. Preise kannst du gerne wegschneiden. Wir müssen nur wissen, wie viel Stück bestellt wurden und von welcher Farbe, von welcher Spezifikation. Bei der Spezifikation brauchen wir noch das Briefing von dir. Das sind Dinge, die hast du alle schon, weil die musstest du schon bei dem Lieferanten abgeben, bevor die Produktion gestartet wurde. Ja, also ein Briefing, wie muss das Produkt aussehen? Welche Größe hat der Karton? Wie sind die Fotos? Welche Farbe hat dann eben das Produkt? Wie lang sind die Kabel bei der Powerbank zum Beispiel? All die Informationen brauchen wir, die wir dann unseren Inspektor an die Hand geben, der dann mit der Fabrik direkt einen Termin ausmacht und sagt, hey, die Produktion von Alex soll meines Wissens nächste Woche fertig sein. Ich würde ganz gerne mit euch einen Termin vereinbaren, wo ich die Inspektion durchführen kann. Eine Inspektion wird immer nach AQL durchgeführt. In China ist das Standard, also Acceptable Quality Limit. Das heißt, da wird getestet auf ein bestimmtes Verfahren, was herausfiltert, mit welcher Qualität du noch leben kannst, mit welcher du einverstanden bist. Ja, eine 100, und das muss man ganz klar sagen, eine 100%ige Qualitätskontrolle wird von keinem Hersteller akzeptiert. Ja, okay. Das ist ganz, ganz selten. Das muss auch dann vorher festgelegt werden. Eine Qualitätskontrolle geht immer nach Stichproben, nach Losnummern. Ja? Mhm. Weil du kannst bei 100.000 Büroklammern kannst du nicht jede einzelne Büroklammer überprüfen. Ja, das heißt, es geht hier tatsächlich nach einer Losnummer und nach AQL, internationales Verfahren. Und da definierst du, mit welchen Problemen du noch einverstanden bist. Mhm. Ja, zum Beispiel AQL Level 2. Das wird so definiert, dass aufgrund der Menge der Gesamtbestellung eine Losnummer gezogen wird. Da gibt es entsprechende Tabellen, die können wir dann später unter diesem Video noch verlinken. Oder ich habe da nochmal ein extra Video zu gemacht, wie sowas herausgerechnet wird. Und dann nehmen wir mal an, du bestellst 10.000 Stück. Die Losnummer dann für 10.000 Stück nach AQL Level 2 sind dann 500 Stück werden überprüft. Und das ist die Losnummer oder die 500 Stück, die nimmt der Inspektor dann random aus der fertiggestellten Produktion. Das ist ganz wichtig, dass die Ware komplett fertig produziert worden ist. Mhm, ne? Mhm. So, und der Inspektor, der sucht sich selber die Samples raus. Die werden ihm nicht vom Lieferanten zur Verfügung gestellt, ja, denn der sucht sich sowieso die besten Stücke raus. Ja. Der guckt halt in den Kartons okay und sucht einfach random irgendwelche Produkte raus, 500 Stück an der Zahl, und überprüft sie dann. Und dann gibt es drei Stufen bei AQL. Einmal, ja, eigentlich vier. Critical, das ist also kritische Stufe. Da darf es gar keinen Fehler geben. Das sind denn Fehler, die Leib und Leben deines Kunden gefährden können. Ja, beispielsweise bei einer Powerbank, die dann explodiert. Mhm. Ja, das wäre dann zum Beispiel etwas, ein kritischer Fehler, und die Qualitätskontrolle ist komplett gescheitert. Dann gibt es Hauptfehler, Majorfehler, die die Funktion des Produktes beeinträchtigen oder nicht gewährleisten. Beispielsweise eine Powerbank funktioniert einfach nicht, die lädt einfach kein Produkt. Ja? Davon darf es nicht viel geben. Davon darf es dann eben nur eine ganz geringe Menge geben. Dann gibt es nochmal die geringfügigen Fehler. Das sind dann meistens so Schönheitsfehler, wie kleine Kratzer auf dem Produkt,
Ja, oder der Karton ist nicht hundertprozentig, nicht hundertprozentig im besten Zustand, ist vielleicht eingedrückt, vielleicht verfärbt, vielleicht sind da Kratzer drauf auch oder Farbstiche. Und da darf es dann ein bisschen mehr von geben. Ne? Mhm. So, und in dem Falle dann, und danach wird dann halt getestet. Ja? Was jetzt Fehler sind, die aus dem Hauptbereich sind oder aus dem geringfügigen Bereich, das kannst du am Ende des Tages selber definieren mit dem Inspektor, wenn du möchtest. Ansonsten ist es bei uns so, dass wir Inspektoren einsetzen, die sich mit dem Produkt auskennen und sehr gut einschätzen können, was ist tatsächlich ein Hauptfehler, was ist dann, was verhindert denn die Funktion des Produktes oder was ist ein Fehler, wo das Produkt zwar nicht schön aussieht, aber die Funktion des Artikels ist nach wie vor gewährleistet. Okay, verstehe. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das überhört habe, aber wie viel Prozent an Mängeln sind denn akzeptierbar und normal? Du kannst ungefähr davon ausgehen, dass du bei einem Major Defekt meistens so bis 2,5% hast. Ah, okay. Da musst du mitlesen können, ne? Was ist, wenn es drüber ist? Hat man da eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, ich möchte hier nachkorrigieren, beziehungsweise habe hier auch einen Anspruch auf Ersatz? Anspruch auf Ersatz ist natürlich in China immer schwer durchzusetzen. Da ist es dann natürlich geschuldet, wie gut du mit dem Händler oder mit dem Hersteller zurechtkommst. Ne, aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass du immer noch 70% im Normalfall deiner Zahlung leisten musst. Ne, das heißt, okay. Er hat noch gar nicht sein gesamtes Geld. Ja, wenn er sein gesamtes Geld hätte, dann würde er wahrscheinlich auch nichts mehr machen. Dann würde er sagen, dann musst du jetzt mit leben und fertig. Ja, wenn du aber sagst, okay, bevor diese Probleme nicht behoben sind, ne, zahle ich den Rest einfach nicht an. Dann ist er natürlich sehr zugänglich in der Richtung. Verstehe. Okay. Ja, da kannst du solche Dinge dann eben mit. Kommt immer auf den Fehler drauf an. Ne? Wenn jetzt beispielsweise die Verpackung defekt ist, dann kannst du ihnen anweisen, die Verpackung austauschen zu lassen bei denen, die nicht einwandfrei sind. Ne? Das kannst du machen. Ja? Oder wenn die Kabel eben bei einigen nicht lang genug sind oder eben beschädigt oder zerkratzt sind, dann kannst du sagen, okay, dann tausch die Kabel aus. Ne? Das ist durchaus möglich und auch üblich. Naja, okay, verstehe. So wie ich das jetzt verstehe, das heißt, eine Qualitätskontrolle erfolgt nach der Produktion, wenn alles schon produziert ist oder es gerade in der Produktionsphase ist? Es gibt drei unterschiedliche Zeitpunkte, wo man eine Inspektion durchführen kann. Mhm. Eine Pre-Production Inspection, das heißt, bevor die Produktion losgeht, werden dann die Rohmaterialien überprüft, die verarbeitet werden sollen. Ist völlig selten, dass man das macht. Dann gibt es eine In-Production Inspection, das heißt, nach einem gewissen Fertigungsstand werden die Maschinen angehalten, es wird eine Qualitätskontrolle überprüft, ob das, was bisher hergestellt wurde, auch in den Parametern liegt, wird auch völlig selten gemacht. Das Letzte, und das ist das, was zu 99,9% gemacht wird, ist eine Pre-Shipping Inspection, also bevor die Ware verschickt wird. Hundertprozentig fertig, aber bevor sie dann auf dem Weg Richtung Europa ist. Okay, verstehe. Na, und bevor du die Restzahlung geleistet hast. Man kommt nicht auf die Idee, sagen, ja, die Ware ist fertig, ich bezahle den Rest und mache dann die Qualitätskontrolle. Dann kannst du die Qualitätskontrolle auch gleich sparen, weil da hast du dann keine Handlungsmöglichkeiten mehr. Ja, verstehe, ja. Okay, interessant, das zu wissen, weil für die meisten ist es ja so, wenn sie das erste Mal vielleicht jetzt irgendein Produkt produzieren möchten, ist es ja schon gut zu wissen, wann das erfolgt und welche Methoden da angewandt werden. Ja, wir müssen auch uns bewusst sein, dass der Inspektor, der die Ware überprüft in China, der Letzte ist, der tatsächlich grünes Licht gibt für die komplette Zahlung. Wenn der jetzt sagt, nehmen wir mal an, wir haben einen Inspektor, den man irgendwo billig engagiert und der vielleicht gar keine Ahnung von der Produktkategorie hat und sagt, okay, ja, alles klar, passt schon. Und dann stellt man fest, dass der nicht ordentlich geprüft hat, aufgrund seiner Unwissenheit. Man zahlt 100% der Ware an, lässt sie in der Europäischen Union importieren, schickt sie zu Amazon, um dann festzustellen, dass die Ware eigentlich gar nicht verkaufbar ist, beziehungsweise gleich einen Verkaufsstopp bekommt. Dann muss man sie wieder zurückholen und im schlechtesten Falle vernichten.
Das ist ein riesen Kostenaufwand und natürlich ist es dann auch ein Verdienstausfall, weil du hast halt auch nichts zu verkaufen. Und das weißt du ja auch, Alex. Ja, nicht verkaufen ist das Teuerste, was dir passieren kann. Ja, natürlich. Ganz klar. Du hast jetzt oft von den Inspektoren gesprochen. Welche Inspektoren engagiert ihr? Habt ihr die schon geprüft? Haben die gewisse Zertifikate bzw. Lizenzen oder wie erfolgt da die Zuordnung? Ja, wir haben also für jede Kategorie haben wir immer spezielle Inspektoren. Ne? Mhm. Also wie schon gesagt, der sich mit Taschen auskennt, ja, der kennt sich nicht notwendigerweise mit Powerbanks oder Elektronik aus. Ne? Und der sich mit Elektronik auskennt, der hat keine Ahnung von Textilien. Das heißt, wir haben schon Inspektoren, die in der Kategorie wirklich Experten sind und auch wissen, worauf sie achten müssen. Ne? Mhm. Wenn du jetzt das erste Mal beispielsweise, bleiben wir mal bei dem Thema Powerbank, wenn du das erste Mal eine Powerbank bestellst, und das ist oft so, dass man selber von dem Produkt nicht hundertprozentig Ahnung hat. Man weiß, wie man es anwendet als Händler, ne? Und man weiß auch, wie es aussehen soll. Aber was drin ist, ja, das weiß man meistens nicht so genau. Das weiß der Inspektor. Der kann das genau überprüfen, ob wirklich dann noch alles den Spezifikationen und den normalen Standards entspricht. Und das ist halt wichtig. Der Inspektor ist quasi nochmal der Experte vor Ort. Mhm. Ne? Der weiß auch, was er testen muss zum Beispiel. Ja, genau. Darum geht es auch um den Test. Wenn wir bei der Powerbank sind, wird das Powerbank dann aus der Produktion mitgenommen, ins Labor geöffnet, geschaut, was drin ist, welche Qualität die Batterien, die Akkus da drin, die enthalten sind, auch geprüft und so weiter. Wie umfangreich ist denn diese Qualitätskontrolle? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Pass auf. Wenn wir bei den Powerbanks bleiben, ja, dann hat man ja normalerweise in seiner Spezifikation, in der Powerbank muss eben folgende Markenbatterie verarbeitet werden. Mhm. Ne? So, das siehst du natürlich nicht mehr, wenn die Hülle der Powerbank drumherum ist. Da gibt es dann einen Spezialtest, der heißt S1 bis S3. Ja, da gibt es eben keine Losnummer von 50 Stück, dann gibt es eine Losnummer von ein Stück beispielsweise. Das heißt, ein oder zwei Stück werden bei der Qualitätskontrolle zerstört. Mhm. Das heißt, die Powerbank wird aufgeknackt, die wird aufgebrochen. Natürlich kann man die dann danach nicht mehr benutzen, aber man sieht, was da drin ist. Ja, wenn man jetzt eben sieht, okay, da ist jetzt die Markenbatterie drin, die der Kunde bestellt hat, ist alles klar. Da knackt man dann zwei Stück auf und dann weiß man, das passt. Ja, die Lötstellen passen, ja, die ganze Elektronik ist ordentlich verarbeitet, ja, aber die Powerbank wird danach entsorgt. Wenn natürlich festgestellt wird, ja, Moment mal, der Kunde hat eine 10.000 mAh Powerbank bestellt, aber hier ist eigentlich nur eine 5.000 mAh Batterie drin, dann fällt das natürlich auch auf, was draußen draufgeschrieben worden ist. Wenn man es ganz professionell macht, und das machen wir, und da legen wir sehr viel Wert drauf, dann haben die Fabriken, mit denen wir zusammenarbeiten, gerade in dem Bereich Powerbanks, die haben ein Charging- und Decharging-Instrument, also eine Maschine, wo man dann einmal laden kann, einmal entladen kann. Und so kann man dann die Kapazität der Batterie tatsächlich nachweisen. Mhm. Ne? Genau. Das ist jetzt bei Powerbanks zum Beispiel, bei Taschen ist es so, da hat man dann ein Gewicht, was man in diese Tasche reinlegt, dann hängt man die an einen Haken und dann packt man so viel Gewicht rein, bis eben der Henkel reißt. Und dann weiß man ganz genau, okay, bis zu diesem Grad ist der Henkel, der Griff der Tasche belastbar. Ne? Und da hat man dann schon einen ganz guten Überblick, wie was funktioniert und mit welcher Qualität man rechnen kann. Mhm. Ja, ich habe das selber schon mal gesehen. Es gibt ja Methoden, wo zum Beispiel auch Produkte, die zum Beispiel irgendeinen Verschluss haben oder so, dass dann eine Maschine eingespannt wird und dann dieser Verschluss hunderte, tausend Mal bewegt wird, bis er kaputt geht. Und dann wird von dem Produkt die Qualität somit ausgemacht. Erfolgt auch sowas bei der Qualitätskontrolle? Ja, das ist tatsächlich so. Ich habe auch mal Taschen gemacht und da bin ich dann tatsächlich bei der Tasche auch reingefallen. Da hatte ich einen billigen chinesischen Zipper genommen, also Reißverschluss genommen. Und der war dann relativ schnell kaputt, war auch dann für mich ein Riesenschaden in dem Bereich, weil das ist nicht überprüfbar bei einer ganz normalen Qualitätskontrolle. Der Inspektor macht einmal auf, einmal zuguckt, okay, Reißverschluss läuft. Das ist aber kein Stresstest, wie du schon sagtest, tausendmal. Und dann hatte ich bei der Nachbestellung, habe ich dann genau das gemacht, was du gerade erzählt hast, auf manuelle Art und Weise. Ich habe also angewiesen, dass im AQL-Test jeder Reißverschluss 100 Mal auf und zu gemacht werden muss. Mhm. Da saßen drei Leute, die haben den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als auch Reißverschlüsse auf und zu. War ganz lustig.
Ich habe da Videos von, ist wirklich lustig gewesen. Ja, sie haben am Ende Blasen an den Fingern gehabt, die armen Kerle. Kannst du natürlich dadurch umgehen, dass du einfach einen Markenreißverschluss nimmst, in dem Fall zum Beispiel. Na, also bei Powerbanks nimmst du Markenbatterien, bei Reißverschlüsse gibt es auch Markenreißverschlüsse. Ja, YKK zum Beispiel, das ist quasi einer der besseren Reißverschlüsse, kommen aus Japan, kosten ein bisschen mehr, aber ist halt, so ein Reißverschluss ist halt etwas, was du nicht bei der Qualitätskontrolle notwendigerweise als Mangel identifizieren wirst, wenn du es einmal auf und zu machst. Okay, verstehe. Okay, nächste Frage wäre jetzt beispielsweise ein Auftraggeber, macht eine riesengroße Bestellung und dementsprechend auch für einen gewissen Warenwert, sagen wir mal über 100.000 Euro, möchte jetzt auch mal wirklich dabei sein bei der Qualitätskontrolle, das Produkt vorher sehen, vielleicht auch die Fabrik sehen, wo das produziert wird, um einfach mal ein Gefühl zu bekommen, wie das Produkt, sein Produkt hergestellt wird. Gibt es denn so eine Möglichkeit, dass man mit dem Inspektor in die Fabrik geht oder auch dann weiter die Qualitätskontrollen mit dem Auftraggeber durchläuft? Ja, das gibt es. Habe ich auch schon häufiger gemacht. Hunderte Male habe ich das gemacht, dass ich mit dem Inspektor unterwegs war und wir haben Qualitätskontrollen gemacht. Das geht. Also jetzt zur jetzigen Zeit natürlich nicht. Wir schreiben ja in China, Covid immer noch groß. Aber wenn denn eben das Thema auch erledigt sein wird in China, ich hoffe, das ist ganz bald soweit, dann sind dann auch wieder die Toren der Fabrik für Inspektoren inklusive Begleitung geöffnet. Ja, das ist auf jeden Fall sehr gut. Was ist denn jetzt, sagen wir mal, die Qualitätskontrolle ist erfolgt und der Inspektor gibt ein Okay. Also da ist jetzt, diese Mindestzahl der defekten Produkte oder sagen wir mal der defekten Charge nicht betroffen. Aber am Ende weist sich trotzdem, dass mehr Produkte beschädigt oder nicht einwandfrei sind, als man von ausgegangen ist. Und die Qualität entspricht nicht wirklich dem. Wie genau erfolgt dann das weitere Vorgehen? Das heißt, der Inspektor hat die Ware als für gut befunden und hier dann in der Europäischen Union wird festgestellt, war doch nicht so. Genau. Okay, das ist im Prinzip genau das, diese Zippergeschichte, diese Reißverschlussgeschichte, die ich angesprochen habe. Da war es ja ganz genauso. Mein Inspektor hat es einfach nicht gesehen, weil wir sind auf dieses Problem sind wir tatsächlich erst gekommen, nachdem das Produkt hier wochenlang im Einsatz war. Ne? So, das ist, dann solltest du, und das sollte man immer, mit dem Hersteller in China immer ein gutes Verhältnis pflegen. Immer. Ja, das ist, man ist so ein bisschen auf seine ich sag mal, Zuarbeit auch angewiesen und auf seine Verpflichtung, gute Qualität zu liefern. Und bei mir war es so, dass ich dann gesagt habe, hey, die Reißverschlüsse sind alle im Eimer, das funktioniert so nicht, ich kann einen Großteil der Produktion nicht verkaufen. Und er hat mir dann, und das ist vielleicht eine ganz gute Geschichte oder eine ganz gute Verhandlungsbasis, er hat mir dann angeboten, ja, also okay, wenn es dann wirklich so viele Probleme sind mit den Reißverschlüssen, dann gebe ich dir für die nächsten 3 Bestellungen einen entsprechenden Rabatt auf deine Bestellung, ne? Und dann hast du den Schaden kompensiert. Okay. Und dann ist es eine Win-Win-Situation eigentlich. Ja, für dich ist es zwar am Anfang erstmal ärgerlich, weil du klar schlechte Bewertungen und auch schlechte Qualität hast, die du nicht zu 100% verkaufen kannst. Der finanzielle Schaden bei der Produktion wird sich dann aber in den nächsten 3 Bestellungen quasi ausgleichen. Na, du hast dann theoretisch keinen Schaden und der Hersteller weiß, dass du die nächsten 3 Bestellungen garantiert bei ihm platzieren wirst. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Angebot, was man dann ja dementsprechend gestellt bekommt. Das ist eigentlich so Standard bei solchen Geschichten. Ne? Genau, also so generell kann man da, das ist immer sehr schwierig, so typisch deutsch zu sagen, schwarz-weiß, ich nehme es oder ich nehme es nicht und du hast da 100% zu ersetzen. Das ist oftmals dann so verschwimmende Grenzen, die auch sehr viel in Verhandlungen und Diskussionen enden werden. Immer ganz gut, wenn man da jemanden hat, der für einen solche Sachen dann auch kulturell übernimmt.
Ja, wir aus gerade hier aus dem deutschsprachigen Bereich reagieren da in Augen der Chinesen dann auch immer sehr schnell über und werden sehr schnell persönlich und schimpfen sehr viel. Das ist die schlechteste Variante, die man wählen kann, denn wenn man dann tatsächlich dann wirklich zu aggressiv wird, dann bricht oftmals ein Chinese auch dann direkt den Kontakt ab und man kann seine Bestellung und seine Reklamation ganz vergessen. Okay, verstehe. Das heißt, wie ich verstehe, die Inspektoren, die da vor Ort sind, das sind auch einheimische Chinesen beispielsweise, die dann auch das durchführen, ja? Ja, klar, natürlich. Das sind alles einheimische Chinesen, ja. Genau. Okay, na, das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Mhm. Okay. Jetzt habe ich soweit keine Frage. Vielleicht jetzt noch zu den Kosten. Was kostet denn so eine Qualitätskontrolle, sagen wir mal, vom Minimumstandard bis ins vielleicht mit zusätzlichen erweiterte Qualitätskontrolle? Das ist relativ einfach und zwar wird das immer per Manntag berechnet. Ja, also ein Manntag ist nicht, dass der Inspektor da 8 Stunden in der Fabrik die Produkte testet. Das ist so, dass die Anreisezeit mit dabei ist. Ja, wir haben aber in jeder Provinz und in jeder großen Stadt haben wir Inspektoren sitzen. Da ist die Anreisezeit immer relativ kurz. Dann führt er seine Inspektion vor Ort durch und dann schreibt er am Ende des Tages noch einen Bericht. Die Qualitäts- oder die Inspection-Berichte sind bei uns meistens so zwischen 10 und 50 Seiten lang. Extrem viele Fotos, Einschätzung der Fabrik, der Situation in der Fabrik und natürlich dann auch alle Spezifikationen werden dann per Foto festgehalten. Das Ganze gibt es dann per PDF. Ne? Und so kann man sich sehr guten Eindruck verschaffen, okay, wie sieht es A in der Fabrik natürlich aus und B, wie ist mein Produkt eigentlich beschaffen? Passt alles? Das heißt, ein Bericht, dieser Bericht wird er dann von eurem Team, in welcher Sprache kriegt man denn jetzt als Auftraggeber diesen Bericht? Englisch. Englisch. Okay. Genau. Aber wenn es Fragen gibt, dann beantworten wir die Fragen natürlich auf Deutsch. Ja. Aber das ist jetzt kein großes Kung Fu. Das sind Tabellen und viele Fotos, ne? Und sind auch keine großen Berichte dabei. Da steht dann eben auf Englisch, Produkt hat einen Kratzer, siehe Bild. Ne? Und dann wird das sehr, sehr klar markiert, wo der Kratzer ist, mit einem hochauflösenden Bild. Und man kann sehr gut einschätzen, ob dieser Kratzer jetzt ein Problem darstellt oder ob das, naja, trotzdem noch verkaufbar ist. Mhm. Okay. Ja, sehr interessant das Thema und vor allem sehr wichtiges Thema für alle die jetzt beispielsweise da wirklich eine Produktion starten möchten. Vielen Dank an dieser Stelle. Hast du vielleicht noch Dinge, die der Auftraggeber wissen sollte, was ich jetzt hier als Frage nicht gestellt habe? Ja, also durchaus. Und zwar geht es schon vorher los, wenn ihr die Bestellung aufgebt. Und ihr seid im Begriff, die Anzahlung zu leisten. Also eine normale Anzahlung ist 30% in China, 70% wird bezahlt, bevor die Ware verschifft wird. Ja, vorher rückt normalerweise der Hersteller die Ware nicht raus. Ja, aber die 70% zahlt man auch erst dann, wenn die erfolgreiche Qualitätsinspektion durchgeführt wurde. Das ist ganz wichtig. Und ihr müsst in eurer Bestellung unbedingt vermerken, dass ihr eine Qualitätsinspektion durchführen werdet. Ja, das ist für viele, wenn man es nicht erwähnt, für viele Hersteller ein Grund, es abzulehnen. Für die Hersteller ist natürlich eine Inspektion immer sehr unangenehm. Ja, da kann ja eigentlich nur was schief gehen. Das heißt nie was Gutes. Ja, im besten Falle geht es durch, davon gehen alle aus. Ja, im schlechtesten Falle scheitert sie und man hat mit dem Kunden einen Riesenärger. Ja, und kulturell ist es in Asien so, erstmal die Ware rausschicken. Ja, wenn es denn Probleme gibt, darum kümmern wir uns dann, wenn es soweit ist. Ja. Ne, deswegen ist es immer für die Hersteller sehr unangenehm, so eine Inspektion. Kostet auch übrigens sehr viel Zeit. Da ist immer jemand von der Inspektion mit dabei, von der Fabrik mit dabei bei der Inspektion, meistens die Salesperson, die ist dann auch 6-7 Stunden geblockt und kann ihren normalen Job nicht nachkommen. Ja. Und der Inspektor räumt auch nicht auf. Das heißt, die Sachen, die er getestet hat, in unserem Beispiel die 500 Produkte, die müssen dann die Leute vom Werk aufräumen. Ja. Kostet auch nochmal Geld. Ja. Also deswegen ist es immer wichtig, dass man solche Inspektionen auf jeden Fall grundsätzlich mit in dem Auftrag verklausuliert. Ja, am Ende der Produktion, vor Restzahlung, wird eine Qualitätskontrolle nach AQL, Level 2, 3, wie auch immer, durchgeführt. Ja, und dann vielleicht nochmal als Zusatz, sollte diese scheitern, dann wird nach
Behebung der Probleme eine erneute Qualitätskontrolle durchgeführt, von dem gleichen Inspektor, aber diesmal auf Kosten der Fabrik. Ah, okay. Ich verstehe. Das heißt, wenn Lieferanten bei sowas schon den Rückzieher machen oder vielleicht da anfangen, irgendwas andere Vorschläge zu geben, dann sollte man mit diesem Lieferanten am besten nicht arbeiten. Ja, oder? Genau, dann ist der auch nicht super professionell. Da wäre ich dann schon vorsichtig. Ne? Weil das ist, da hast du vollkommen recht, Alex. Wenn die da schon anfangen, Faxen zu machen, dann sind die sich auch nicht sicher, ob die wirklich das Produkt ordentlich hinbekommen. Mhm. Ne? Und es ist ja auch so, wenn du in China bestellst, dann ist eine Qualitätskontrolle eigentlich obligatorisch. Das wissen ja auch alle Hersteller. Wenn du als Kunde aber keine Qualitätskontrolle erwartest, dann wissen die genau, der hat keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall ein Anfänger. Ja? Und das ist auch nie gut, wenn du dich gleich direkt als Anfänger outest. Da musst du ein bisschen aufpassen. Na, deswegen immer straight vorgehen, AQL Level 2. Das ist unsere Company Policy. Du kannst in jedem zweiten Satz gerne auch Company Policy erwähnen. Sagen, das ist unsere Company Policy. Wir zahlen 30% an, 70% nach erfolgreicher Qualitätskontrolle. Unsere Company Policy. Ja, und das verstehen die denn schon. Ja. Ja? Genau. Ja, klingt sehr interessant. Okay, Jens, wenn du sonst nichts weiter hast, was man jetzt beachten sollte, beziehungsweise keine weiteren Anmerkungen hast. Eine Anmerkung vielleicht noch, bei den Inspektoren passt wirklich auf, wen ihr da als Inspektor nimmt. Mhm. Ja, es gibt wirklich Leute, die machen eine Inspection für 80 Euro, aber das ist auch in Asien nicht machbar vom Preis her. Das heißt, der Inspektor für 80 Euro, der wird sich seine Kohle irgendwo anders herholen und meistens lässt er sich nochmal ein Kickback geben von der Factory, von der Fabrik, auf zweierlei Art und Weise. Wenn jetzt die Qualitätskontrolle erfolgreich wäre, dann geht er dann eben zum Geschäftsführer der Factory und sagt, okay, Qualität ist gut, ich kriege jetzt nochmal x US-Dollar, ansonsten werde ich hier noch ein paar Fehler finden, die ich in meinen Report reinschreibe. Ja, oder auf der anderen Seite, und das ist viel, viel schlimmer, er merkt, dass die Qualitätskontrolle scheitert und er geht dann zum Geschäftsführer und sagt, ja, eigentlich ist die Qualitätskontrolle gescheitert, aber ich kann ein paar Fehler unter den Tisch fallen lassen, ja, wenn du mir ein paar Dollar gibst dafür. Mhm. Ja, das ist natürlich die größte Katastrophe für den Kunden. Ja? Deswegen also immer vorsichtig sein. 80 Euro für eine Qualitätskontrolle ist absolut nicht realistisch. Mhm. Ja, Korruption, ist das ein großes Thema in China auch? Nee, nicht mehr, nein. Es war früher mal irgendwie so in der Richtung, hat man manchmal das Gefühl, das ist weniger Korruption, das ist meistens so der Zusammenhalt der ganzen Fabriken. Ne? Die sind kulturell doch viel mehr verbandelt. Ne? Die sind auch privat viel mehr zusammen. Also eine gute Geschäftsbeziehung in Asien ist dadurch untermauert, dass man privat Zeit verbringt. Mhm. Ne? Wenn du jetzt beispielsweise, wie du vorhin schon sagtest, du gehst mit dem Inspektor in die Fabrik und kontrollierst die Fabrik zeigen und lässt dann zusammen mit dem Inspektor die Qualitätskontrolle durchlaufen, dann bist du von morgens 9 Uhr bis abends 22 Uhr garantiert beschäftigt, weil es ist dann ein großes Mittagessen dabei, es wird dann nochmal abends eine große Veranstaltung gemacht, die du auch nicht absagen kannst. Mhm. Wenn du die absagst, dann ist schlecht. Dann ist wirklich schlecht. Dann wirst du da auch keinen Benefit aus seinem Besuch bekommen. Ja. Gastfreundlichkeit wird groß geschrieben, scheinbar, ja. Ja, genau. Das erwarten die, dass du dabei bist. Ne? Und wenn du es absagst, ist es super unhöflich und wird dann auch Konsequenzen haben. Mhm. Ne? Also ein China-Besuch ist anstrengend, das kann ich dir schon sagen. Das ist nicht einfach. Das ist wirklich 18-Stunden-Tag teilweise. Ja. Ja. Vielleicht wird es mal für mich auch irgendwann soweit sein, dass ich mal Produktion starte und in China da dann Besuch abstatte. Ja, sehr gerne. Dann können wir zusammen mal durch die Fabriken toben und dann kann ich dir auch mal bei der Gelegenheit zeigen, wie man Factory Audit macht, wie man eine gute Fabrik von einer schlechten unterscheidet. Ja. Das ist nämlich auch die Basis der ganzen Geschichte. Wenn du schon von vornherein weißt, deine Powerbanks werden da von 18-Jährigen auf dem Boden zusammengelötet, dann weißt du schon, da kann nichts Gutes bei rauskommen. Ja, da bist du auf jeden Fall der Experte und der Ansprechpartner Nummer 1 auch für mich. Deshalb, wenn es soweit ist, dann spreche ich dir mit. Ja. Prima, okay. Also das wäre es jetzt tatsächlich von meiner Seite. Ich glaube, Qualitätskontrolle wäre damit also zumindest im Groben erstmal gedeckelt und ist quasi euer Airbag für die Produktion in China. Okay.
Gut, vielen Dank an dieser Stelle, Jens, für diese ausführliche Information zur Qualitätskontrolle. Ich denke, wir werden noch einige Themen auch nochmal für die Produktion in China noch besprechen auf diesem Kanal. Und sonst alle weiteren Informationen, insbesondere jetzt in dem Video für die Qualitätskontrolle, in der Videobeschreibung. Schaut euch es gerne an, informiert euch. Und dann sage ich an dieser Stelle tschüss, Jens, vielen Dank. Ja, vielen Dank nochmal an dieser Stelle von mir, dass ich dabei sein darf, und ich freue mich auf die, ja, auf die nächsten Gespräche mit dir. Sehr gern. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.